Bitte, wenn ich jetzt mal nicht cool aussehe. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Natürlich ist die Sicherheit auf der Arbeit die höchste Priorität. Deswegen schlagt ihr euch auch gerade alle den Schädel ein. Okay. Ich finde, wir sind ein ganzes Stück schon mal vorangekommen. Also, wenn ich mich jetzt nicht täusche, müssten wir dann nicht eigentlich auch mehr Schaden machen? Oder ist es einfach nur die Wucht gemeint, dass ich die hier aus der Balance bringe? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Habe ich jetzt eigentlich nochmal für Implantate? Ach ja, extra mehr Kernleistung habe ich genommen. Stimmt, da war ja was. Nee, nee. Ich bin nicht... Wieso gehst du jetzt auf mich los? Geh weg. Mit dir will keiner was zu tun haben. Ja, ja, ich weiß. Level 60. Oh! Wie jetzt? Wieso hast du schon Bock? Okay. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich hier einfach runterfall. So, jetzt ist hier der Shortcut. Ich hoffe jetzt wieder kein Gegner, sonst renne ich jetzt gnadenlos in ihn rein. Nee. Ach, ich wollte doch noch nach den Feuerwaffen schauen. Ja gut, ich werde, fürchte ich, relativ schnell wieder in der Hauptzentrale sein. Kann man da was machen? Nee, da geht's nur runter. Wir haben den Shortcut hier. Jetzt nochmal wüsste, wo es weitergeht. Bitte kein Feuer hier. Danke. Hallo, mein Freund. Boah. Jupp. Nehmen wir mit. Ist mir eigentlich jetzt da grundsätzlich drei Material oder? Man sieht es nicht. Ach herrje, ja, die habe ich ja alle total vergessen. Wie drehst du nochmal um? Und eigentlich ist es auch egal. Außer er dreht sich um und haut mir gleich eine aufs Maul. Und dann kommt natürlich der nächste angeschossen, ne? Natürlich. Nee, 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 Freunde. Nee, nee, nee. Na, ich merke schon, das wird mein Lieblingseck. Das wird mein absolutes Lieblingseck. Okay, der eine dreht weg. Putzen wir gleich mal aus. Okay, adieu. So, du kommst jetzt zu mir hoch oder ich komme zu dir runter, ist mir auch egal. Jetzt können wir uns nicht... Ja, das ist jetzt die bescheuerte Ecke, die du dir hättest aussuchen können. Mann, 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 Mann. Was fallen lassen? Nee. Upsi, dich habe ich auch vergessen. Der guckt doch... Ist der mit dem Rücken zu mir? Fuck! Puh. Er hat was fallen lassen. Kleiner Schrotthaufen. Ach ja, das war das Eck. Ich laufe mal da lang. Das sollten wir doch dann eigentlich jetzt nach oben kommen, ohne dass die uns nerven. Dafür nerven die zwei. Das ist natürlich auch doof. Wenn ich jetzt hier einfach da lang renne. Und Tim und Struppi einfach stehen lasse. Bis auf, dass der jetzt denkt, er muss jetzt hier unbedingt lang laufen, hat das doch eigentlich ganz gut geklappt. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn mit dir los? Warum kriegen die immer den ersten Schlag? Oh! Hallöchen! Da kommt ihr um die... ich kann nicht analysieren. Ist ja unfassbar. Wo kam der denn jetzt? Ist der jetzt echt da außen rumgelaufen? Okay, was kommt da jetzt raus?
glaubt. Das ist Heilung. Das ist gut. Kann ich die Kiste kaputt machen? Ich muss da hochhüpfen. Ich muss da irgendwie hochhüpfen. Ach nö. Okay. Geht das? Natürlich geht das nicht. Mich von oben runterfallen lassen wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich von dem Gerüst aus? Oder auch nicht? Ha! Ha! Ja. Oh doch, es geht. Das geht halt wirklich. Notfallkühlsystem. Dankeschön. Nee, das füllen wir jetzt noch nicht auf. Wir haben noch 4 Ladungen. Dann renne ich lieber nochmal zurück. Ach du Heilige. Da drehst du ganz unschuldig dich um und dann will dich ein Flammenwerfer küssen. Ja, jetzt ist aber mal genug hier. Nicht immer rumzündeln. Okay. So weitergeht, können wir gleich die Ladungen auftanken. Wir kriegen... Dass ich das nicht einlesen kann, was für eine Legierung wir kriegen. Ja, warte mal. Bevor wir hier jetzt loslaufen. Das scheint relativ clean zu sein. Schleichen, schleichen, schleichen. Ja! Pneumatische Helix. Willkommen. Ah, Stufe 3. Okay. Ach ja, alles gar nicht kaputt machen, wenn es eh nicht vibriert. Was sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind jetzt endgültig im Lager gelandet, oder? Ach ja, genau. Yo. Wie er einen sofort sieht. So, was machen wir jetzt, wir zwei Hübschen? Bock auf einen Dreier? Seid ihr hin? Kann ich einen? Oh Mann. So, jetzt werden wir gleich sehen, wenn der hier seinen Flammen speit, dann geht's gleich rund, ne? Ausgesetzt. Ah, du Idiot, du. Nein, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Ich kann kein Backstep bei ihm machen. Aber hey. Ich denke, wir haben das Problem befriedet. Der eskaliert jetzt gerade ein bisschen mit seinen komischen Gasbällchen. Ja, ja, ist okay, komm. Und hier hat doch kein Mensch Angst, wenn du deinen Flammenboy nicht daneben hast. Okay. Jetzt vorsichtig, vorsichtig da reinlupen. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Wie krieg ich dich denn da jetzt raus, mein Freund? Wie machen wir denn das jetzt? Hä? Wo ist denn der? Ach, da hinten. Der steht da. Ah, nee, Moment. Man kann da langlaufen. Aber, ist denn das Teil? Es eskaliert hier komplett. Aber ich sehe es nicht. Wo denn? Unter mir vielleicht? Ja, unter mir. Okay. Ich will dich gar nicht stören. Ich gehe wieder. Lauf erstmal da lang. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wir haben ja gelernt, wir können über diese Kisten springen. Möchte ich das? Ach, guck mal, hier ist es viel einfacher. Ja, gut. Ah, da ist noch ein Weg. Da steht schon wieder einer Schmiere. So, da geht's runter, ne? Da könnten wir uns runterfallen lassen. Möchte ich das denn jetzt schon? Möchte ich mich da jetzt runterfallen lassen? Oder möchte ich erstmal hier weiterschauen? Fragen über Fragen. Aber bevor wir jetzt einfach rüberhüpfen, holen wir uns den da hinten auf jeden Fall erstmal. Ja, wenn der so weit weg steht, da wartet doch einer, oder? Wieder so ein Dreiecksding. Oder auch nicht. Bin schon absolut paranoid. Nee, komm. Ich will einfach nur, dass der weg ist. Nein! Warum machst du das? Warum hat er mich schon wieder gesehen? Der Lumpekind. Das Lumpeding. Nix da.
auch wieder Weide. Da ist ein. Da sind. Was haben wir denn da? Okay, wir müssen nicht drüber springen, wir können einfach hier rüber rennen. Automat. Die ziehen. Nein! Zugangsberechtigung erforderlich. Also, ich wollte gerade sagen, erteilt. Wir können das jetzt mal testen. Wir nehmen mal das hier. Wir nehmen mal das hier. Die rechten Arme haben wir ja schon. Lässt du dich jetzt überlisten? Zugriff verweigert. Warum denn? Also wenn ich mal kein Sicherheitsbeamter bin, weiß ich auch nicht. Wir brauchen die Beine noch, ne? Schade, 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 Schokolade. Ey, das vergesse ich doch alles hier wieder. Das ganze Eck werde ich vergessen. Gut, wir setzen wieder unser anderes Zeugs hier auf. Und lassen nur die Arme. Und das hören wir uns auch noch an. Du musst das lassen. Ich hab dir schon letztes Mal gesagt, die beobachten alles, was wir hier tun. Dieser dämliche Kram amüsiert vielleicht dich, aber ich habe hart für meine Stelle gearbeitet und ich will sie nicht über die kläglichen Humorversuche irgendeines Witzbolds verlieren. Das hätte mir jetzt keinen Tipp geben sollen. So. Also, auf die Gefahr hin, dass es jetzt echt in die Hose geht, werde ich mich jetzt todesmutig darunter werfen. Oh, fuck. Nein! Oh, ich hab's schon geschafft. Oh oh. Nee, mein Freund, du nicht. Du suchst jemand anderes zum Spielen, aber mich nicht. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo wir lang müssen. Hab's vergessen. Wie ging's denn jetzt hier nochmal lang? Achso, ja, hier einfach nur hoch, ne? Okay. Wir sind gleich wieder an der Stelle. Wir probieren es gleich nochmal. Wir haben noch vier. Warum haben wir eigentlich nochmal... Hab ich nicht schon... Was? Hab ich jetzt wieder Ladungen dazugekriegt? Ich hab doch nur noch... Hab ich mich jetzt so verguckt? Ich dachte, wir haben nur noch zwei. Okay. Wir probieren es nochmal. Einfach nur runterrennen. Ja, einfach nur runterrennen. Es ist aber... zickig das Eck. Erhaltungsmatrix V2. Was ist denn jetzt eine Erhaltungsmatrix? Als ob ich mir sowas alles merken könnte. Automat. Okay. Uninteressant erstmal. Energetische Batterie. Elementarschaden plus 15. Das heißt, wenn wir eine Flammenwaffe haben zum Beispiel, machen wir nochmal 15 extra Schaden. Was ja jetzt nicht so verkehrt ist. Und was ist das andere, was wir jetzt noch gefunden haben? Hier, guck mal, haben wir noch ganz viele andere Sachen. Oh, wir haben ein drittes gefunden. Das ist natürlich geilo. Ein drittes mit 180 Gesundheit Wiederherstellung. Das ist cool. Da haben wir nochmal Elementarschaden. Die Elektrohoten haben wir auch. Liefert einen Energieschub. Ah, okay, dann könnte ich... Wenn ich das haben wollen würde, spontan mal einen Energieschub provozieren. Ja. Ich glaube, ich spiele viel zu wenig mit der Drohne. Speichert Energie, verhindert Energieverlust unterhalb von 20% der Maximalenergie. Das ist natürlich auch gar nicht mal so schlecht, ne? Könnte ich mir doch langsam mal angewöhnen, mit der Drohne intensiver zu spielen. Mit diesen Fähigkeiten. Aber wo ist denn das andere, was wir da noch hatten? Ja, Erhaltungsmatrix. Verlangsamt den Energieverlust. Mhm. Ach ja, und das war nochmal Energieschub. Okay. Also wenn wir wieder zum Bossy-Boss gehen, dann könnten wir... Könnten wir eigentlich das nochmal wegmachen und könnten nochmal eine dritte Ladung reinmachen. Das heißt, dann könnten wir uns... 9-mal heilen. Das ist vielleicht gar nicht mal so unschlecht. Gut. Auf geht's. Muss mich mal schlau machen, wie man in diesen Sicherheitssektoren reinkommt. Das würde mich echt mal interessieren.
Da gibt es doch jede Menge Türen. Die Hälfte habe ich eh schon wieder vergessen. Ganz ehrlich bin. Naja, krieg mal raus. Wo müssen wir lang? Hier müssen wir lang. Da waren wir noch nicht. Unser neuronales Interface verbindet uns mit unserem Arbeitsplatz und unseren Kollegen. Das macht uns effizient und verringert nervige, zeitfressende Arbeitszeit. Es tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit für deine Werbegespräche. Hey, wir kennen uns, oder? Hi, wo bist du denn? Kommst du denn her? Hi, grüß dich. Ich habe diese Wirkung auf Männer. Warte mal kurz, bevor wir reden. Okay, er biegt ab. Ich habe Spaß gemacht, weißt du? Ich meine, wie könnte ich meinen weißen Ritter vergessen? Ja, ich habe dir meinen Stab gegeben. Du kommst klar? Hey, du hast überlebt. Lief besser als bei den meisten. Oh, ich werde fertig mit ein paar Psychos. Aber ich schulde dir was. Du hast mir da draußen wirklich geholfen. Ach was? Echt jetzt? Siehst du nicht, dass wir reden? Merkst du nicht, dass wenn wir im Dialog sind, dass du mir keinen Schaden machst? Kannst du dich verbieseln? Du machst mir doch keinen Schaden, oder? Lass sie nicht stören, mir war eh kalt. Also, hast du einen Plan oder geisterst du einfach hier rum? Hab noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich kann nicht bloß rumsitzen und nichts tun. Ich weiß nichts über den Blackout, nur in dieser Sekunde, ich konnte sie sterben fühlen. Hunderte von ihnen. Ich kann sie immer noch hören. Ich werde sie nicht los. Die Echos folgen mir überall. Da ist diese Stimme in mir. Vielleicht werde ich einfach verrückt, aber all diese Menschen, es muss einen Grund geben, dass wir noch hier sind. Glaubst du nicht, es ist unsere Pflicht, was zu tun? Irgendwas? Ich wühle mich hier durch das ganze Firmengelände. Ich mache hier gerade was. Vor allen Dingen habe ich jetzt gerade ein Problem. Wenn ich jetzt einen Dialog mit dir verlasse, wird er hier gleich losspucken, die kleine Standheizung hier. Was mache ich denn jetzt? Okay. Können wir reden? Ignorier mich ruhig. Ich habe hier gerade ein ganz anderes Problem. Ich komme wieder. Ich will halt nicht schlagen, nicht, dass ich sie versehentlich erwische, dann ist sie sauer auf mich oder so. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber das wird gerade nicht besser, die ganze Situation. Vielleicht kann ich ihn doch erstmal runterlocken. Wir haben doch alle dasselbe Ziel. Nicht, dass es so ist wie in Dark Souls. Wisst ihr, man schlägt dann den NPC an und Kacke am Dampfen. Komm, lass mich. Oh, du musst nachladen. Das ist doof, ne? Das ist natürlich jetzt echt... Du kleiner, blöder Sack. Haben wir eigentlich von ihr irgendwas gekriegt als Dank? Nein, ne? Wir sind hier nur am Reden gewesen. Können auch nichts machen, alles klar. Nicht der Gespräch ist er, oder? Du willst doch nichts mehr reden. Wo denn? Da denn. Drohnenschaltkreis V3. Hallo zusammen. Na, öfter hier? Wollen wir da reingehen? Schauen wir es mal da lang. Arbeiterdiensteingang. Da unten ist doch irgendwas, oder? Das. Ach, Moment. Nee, hä? Oha. Das sieht mir auch so nach Gegner aus. Okay, bevor wir da lang gehen, gehen wir doch erstmal da lang. Also, das sieht mir so nach Boss aus, ich weiß nicht. So die Arme, das Ding fliegt wahrscheinlich. Oh Gott. Wir laufen erstmal da lang. Ja, hier lang. Ich Depp, warum drücke ich denn jetzt Heilung? Warum mache ich denn da? Warum mache ich sowas? Ja, jetzt kommt natürlich sein Kamerad auch noch angeschossen. Und? Hat er mich schon gesehen? Nein. Wo ist denn hin? Können wir drüber reden, dass du mich... Nein, können wir nicht. Alles klar.
Ja, warum machst du sowas denn? Lass dir ruhig Zeit. Wir haben hier nur noch einen Gegner, der wartet drauf, uns zu flambieren. Da ist die Gute drin. Und zwar... Was ist das? Okay. Jetzt nur nicht übermütig werden. Hallo, na? Der andere hat mich auch schon gesehen. Na, toll. Ja, genau. Natürlich, wenn man einen Backstep braucht, macht er keinen. Okay, du bist jetzt... Tut mir leid, dass ich das wie immer und immer wieder sagen muss. Du bist einfach keine Gefahr, mein Freund. Nicht, wenn kein... Diese dritte immer. Ach, ich weiß, wo wir sind. Da läuft der Typ mit dem Schwert rum. Ja, ja. Das ist so quasi wieder unser Anfangsgebiet. Aber was habe ich denn hier gesehen? What? Wir kriegen mehr Implantatslots? Okay, aber erst in der Basis. Alles klar. Aber gekauft. Sowas von gekauft. Und hier geht's auch nicht weiter. Das ist für... Okay. Das heißt, wir müssen jetzt zu Bossy Boss. Also ich vermute mal, dass es Bossy Boss ist. Hier geht's nicht lang. Ja. Das Spiel führt uns quasi nach oben. Ich will da nicht hin. Entschuldigung, Nase. Das ist doch so, das ist doch hundertprozentig ein Boss. Machst du mir doch nicht weiß. Da ist ein Aufzug. Ja, klar. Ich laufe jetzt da lang, dann wird er aktiv, ne? Und dann haut er mir hier die Hucke voll. Wo geht's denn hier lang? Oder ich laufe jetzt direkt in seine Arme. Das kann natürlich auch sein. Ist das ein Ob... Alles gut, Freunde. Alles gut. Was passiert hier? Ach so, ja, okay, alles klar. Ich gehe jetzt da runter und dann schreit er, das Buffet ist eröffnet, oder wie? Ja, gerne, jetzt aber nicht. Ich würde gern das andere Exoskelett erst anziehen wollen und vielleicht mein Altmetall ein bisschen sichern. Das heißt, wir laufen hier mal lang in der Hoffnung, dass wir einen Shortcut kriegen, weil wir müssten eigentlich... Weil hier unten, das ist ein Anfangsgebiet. Ah, wisst ihr was, wo wir jetzt raus... Ich weiß, wo wir rauskommen. Du lässt mich zufrieden, ne? Ich weiß ganz genau, wo wir jetzt rauskommen. Wir kommen jetzt... Mein Gott! Hör doch auf damit! Wir kommen jetzt am Aufzug raus, wo wir zum ersten Boss gekommen sind. Genau, so ist es. Aber sollte hier nicht... Ach, guck mal einer. Wie das? Ich soll da wirklich rüberspringen? Ist das euer Plan? Die Wachen sind weg, ne? Ja. Das ist euer Plan? Kann ich mir was tun? Eigentlich nicht, ne? Wollte jetzt nicht so... Gut, war ein super Sprung. War gut. Ja, war super. Will ich öfter so machen. Ach so, jetzt sind wir natürlich hier, ne? Ach Gott, das... Oh je. Entschuldige mich jetzt schon für die Millionen Versuche, die ich jetzt brauchen werde, um dieses... blöde Teil hier zu holen. Kannst du einfach drauf gehen?
Na schön, dass du mich so überhaupt nicht beachtest. Der kann mir ja gestohlen bleiben. Nein, nein. Okay, jetzt können wir das öfter... Oh. Ich habe den Aufzug nicht aktiviert, ich Idiot, ne? Ach doch, der geht. Oh Gott, das wäre es jetzt noch gewesen, ey. Bitte nochmal einmal komplett außenrum den Aufzug erstmal zu aktivieren und dann darfst du ihn auch unten benutzen. So, wie machen wir das jetzt, wir zwei Hübschen? Wieso hüpfst du denn nicht? Das ist doch der Knopf. Aber ist überhaupt kein Problem, wir müssen einfach nur nochmal vorbeirennen. Wie gesagt, das kann jetzt ein paar Stunden dauern. Ach ja, jetzt kommst du mir auch noch an, oder was? Hat der Herr zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt? Möchte er mich ärgern, ja? Auf Wiedersehen. Ich habe auch noch eine Idee, wo wir die Beine von der Sicherheitsrüstung bzw. von der Security herkriegen. Da könnten wir auch noch mal lang schauen. Hoffen, dass vielleicht dann das Security-Tor aufgeht. So. Wo bin ich denn da jetzt? Jetzt noch mal hier Probe. Aber hüpf. Okay, das würde so gehen. Kann ich mich da drüben festhalten? Ja, ja, ist ja gut. Jetzt komm. Oh, das klappt. Geschwindigkeitsmatrix. Ja, okay. Nochmal außenrum, aber wir haben es geschafft. Hey, beim dritten Versuch, oder? Dritter Versuch war es. Ging schneller, als ich mir meinen wildesten Träumen vorgestellt habe. So, jetzt bin ich gespannt. Was haben wir denn jetzt hier für ein tolles Exoskelett gekriegt? Wie viele Slots haben wir denn? Und vor allen Dingen, was macht die Geschwindigkeitsmatrix? Ach, jetzt willst du jetzt auch wieder mitspielen, oder was? Ach, geh doch einfach weg. Bis auf nervig bist du gar nichts. Dann können wir uns auch mal an Bossy-Boss-Time machen. Hallo. Lass mich hier alles saven. Bevor ich jetzt Levelaufstieg mache, schaue ich mir erstmal hier alles an. So, wie war denn das jetzt? Wo kann ich denn... Ach hier, Altmetall. Ach, ich muss mir das bauen, aber das tut ja nicht weiter weh. Upgrade-Kosten. Oh, wie stylisch. Sehr stylisch. Farbe auch ändern? RT. Ach nee, das ist das Overall. Konnte ich nicht auch dieses Exoskelett ändern? Ach, da X. Haben wir denn alles? Naja, gut, die Farbgebung ist jetzt nicht die Welt. Bleiben wir bei Gelb. So, und das heißt, jetzt kann ich quasi... Aha, alles klar. Nehme ich. Da wir jetzt eh Bossy-Boss machen, werde ich das noch ausrüsten. Dann haben wir jetzt 9 Ladungen. Das sollte wohl häufig reichen. Irgendwie. Hoffe ich zumindest. Was haben wir noch? Level 55, wir sind jetzt Level 46. Wir könnten noch aufsteigen. Könnte natürlich auch das nochmal wechseln. Und könnte hier auch noch auf mehr Schaden gehen. Das machen wir auch. Das machen wir nicht. Aber das könnten wir tun. Plus 2. Da haben wir es natürlich ausgemerzt alles aufs Äußerste. Aber egal, wir machen schon mal 2 plus Schaden. Wir haben 9 Ladungen. Ey, Moment, wo ist unser Medi-Heino? Der hat sich abge... Ne, da sitzt er. Wollte gerade sagen, der hat sich doch nicht abgesetzt. Was ist mit dir? Mir egal, was die anderen sagen. Du bist okay, Kumpel. Voll okay. Ja, weil ich dir deine blöden Drogen besorgt habe. So sieht's doch aus. Pass auf dich auf, klar, Mann? Bitte, ja, super. Nicht. Alles easy. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. So,
So, jetzt ist die Frage. Wir schauen uns erstmal den Boss an. Was der denn eigentlich so treibt. Was seine Moves sind. Was er sich so vorstellt in seinem Roboterleben. Und dann nehmen wir ihn auch aus diesem Leben raus. Was ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade frage, wo geht's dann generell weiter oder geht's dann da oben weiter? Weil im Prinzip sind wir jetzt nur elegant im Kreis gelaufen. Wir können natürlich auch auf Level 55 hochspielen. Weil ich im Anfangsgebiet ist noch eine Tür, die Level 55 war. Die könnten wir uns natürlich auch holen. Aber jetzt machen wir erstmal das. Hallo. Ich bin der Neue und du bist zärtlich zu mir. Mein erster Tag. Okay, er will's richtig wissen. Ey, was ist mit euch kaputt? Okay. Das ist, glaube ich, mit der langsamen Waffe nicht gut. Okay. Jetzt kommt ihr mit dem Laser da an. Aua, der hat mich echt erwischt. Ey, voll reingerannt. Und ich liege, ich liege, ich liege. Was machst du jetzt? Okay. Alter! Der Laser kommt ja direkt aus der Hölle! Der, wieso erwischt mich denn der Rechte immer? Ah, ich habe seinen linken Arm schon über den Jordan gejagt. Das ist doch nicht wahr! Warum erwischst du mich denn immer? Und du blöder Laser, jetzt auf damit! Okay, wir haben den Arm erledigt. Bist du tot? Aha! Was? 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 Weißt du was? Überforderung! Überforderung! Ich mach den jetzt einfach weg. Ist egal. Ich weiß gerade nicht, was ich Schaden mache, woran ich Schaden machen muss. Aua. Was sagt der da oder was? Nein, das habe ich das Falsche anvisiert. Ich denke, der ist nicht schwer. Der ist so gar nicht schwer. Wenn man am Anfang diese Krallen ausweicht, ist es eigentlich total easy. Hoffe ich. Sagte ich und bin erstmal elegant aufs Maul gefallen. Wir helfen gern. Das ist schön. Hilf mir mal, den Boss da wegzumachen. Und du geh weg. Du kleiner, blöder Mistkrüppel. Viech. Dings da. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Willkommen, Warren. Ist das nicht, könnte man das nicht so. Achso. Ja gut, dann sichern wir das. Könnten wir das nicht so machen wie in Dark Souls? Ich glaube, da ist es doch auch so die Regel. Wenn du den Gegner gefühlt 100 Mal gelegt hast oder so, dann verschwindet er auch aus der Map. Im Gefühl habe ich den schon 3576 Millionen Mal erledigt. Aber dann hat er doch wieder so einen Lucky Bunch und macht mich doch wieder weg. So, Feierabend. Doch, doch, der Boss geht. Das sollte nicht das Problem sein, glaube ich. Wir reden in einer Stunde drüber, wenn ich immer noch verzweifelt da sitze und denke, ich krieg den nicht weg. Nein, wir wechseln dann die Waffe. Ich glaube, den ersten Step mit seinen Krallen da, mit diesen komischen Viechern da, die werde ich jetzt mit der starken Waffe wegmachen. Also mit der hier. Und dann werde ich rüber wechseln in die Lanze. Das ist vielleicht gar nicht mal so blöd. So. Hi, ich bin wieder hier. Ihr auch hier? So, da kann ich zwei Schläge immer setzen. Nee, ich darf mich nicht provozieren lassen. Ich darf mich nicht provozieren. Ich muss warten. Warum machst du jetzt neue Sachen? Sollen wir nicht... Oh, oh. Das war der Wischer. Das war noch ein Wischer.
Ich renn halt. Warum mache ich mir es so schwer bei dem rechten blöden Hebeldings? Nope. Nope. Dreimal. Er macht's dreimal. Nicht zweimal. Er macht's dreimal. Natürlich macht das dreimal. Vielleicht sollte ich auch einfach nur doch gleich mit der schnellen Waffe arbeiten. Oder mit der schnelleren rennen, weil dann kann ich einfach nur mal schnell einen Schlag machen und dann wieder abhauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, wo ist er denn? Außerdem hatten wir die schon jetzt ewig nicht mehr. Wo sind die Lanze? Wo ist meine Lanze? Ach, da. Schauen wir mal, was wir für einen Schaden machen. Sei vorsichtig da draußen. Ach du nicht schon wieder. Feierabend? Feierabend. Ich meine, was man auch machen könnte, ich könnte auch nochmal meine Lebensenergie pushen. Das könnte man auch machen, indem ich nochmal ein anderes Implantat reinnehme. Na, wenigstens haben wir es nicht weit zum Gegner. Das haben sie echt schön gemacht. Muss nicht unendlich immer weit laufen. Okay, da sind wir wieder. Hallo nochmal. Welchen Arm hätten sie denn gern? Ich wüsste mal nichts an. Dreimal kann ich schlagen mit Feuerschaden. Eins. Zwei. Wieso? Okay. Das war zu weit weg. Eins. Zwei. Das schlägt dreimal auf die gleiche Stelle, oder was? Nee. Ah, jetzt erwischt er mich da. Das ist immer noch so ein bisschen experimentieren. Einmal schlagen. Eins, zwei und drei. Nicht so häufig. Ich. Also dieser blöde rechte Krallenheilung. Okay, haben wir. Nein. Nein. Nicht so häufig schlagen, hör doch mal auf. Wenn der erstmal hier in diesem Move ist. Der Wischer des Grauens. Noch ein Wischer des Grauens. Okay, weg ist es. Puh. So, jetzt müssen wir da irgendwie durch. Ach komm, du kleiner Hodenkasper. What? Wo kam denn der Schaden jetzt auf einmal her? Da war ich jetzt übermüdig. Ich habe einfach nur Krach, Bing, Bang gehört und munter vor mich hingeschlagen. Okay, na, alles kein Thema. Sei vorsichtig da draußen. Ja, ja. Na, was willst du? Ich muss nur aufpassen, wenn ich zu häufig die Angriffstaste drücke, dann kommt der. Moment. 1, 2, 3. Und dann ist er hier unkontrolliert. Diese letzten zwei Schwinger da irgendwie, die macht er dann einfach. Ich kann es nicht unterbrechen. Und das ist, könnte mein Tod dann sein. Ich glaube, das war auch gerade mein Fehler. Ich habe einfach zu häufig gedrückt und habe auch nicht auf die Energie geguckt. Aber kein Thema. Ich hab's im Gefühl, den kriegen wir klein. Den kriegen wir echt klein. Diese Krallen sind jetzt auch nicht so wild. Nein, nicht so häufig drücken. Laser, eins. Ach komm. Zwei. Nicht zu weit weg. Eins. Nehme ich mit. Zwei. Nehme ich mit. Zwei. Nehmen wir mit. Dieser. Ärgerlich. Ein. Ja, okay. Der ist weg.
Ja, und dann renne ich rein, natürlich. Der war fies. 1, 2, 3. Nein. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nein, ey, dieses blöde Mistviech. Diese blöde Kralle. Jedes Mal das gleiche mit dir, echt. Jetzt, das gibt's doch nicht. Warum habe ich denn das Problem bei dieser rechten Kralle? Jetzt aber. Der Laser. Ja. Haben wir ihn weggemacht? Ja. Okay. So, jetzt ist, jetzt weiß ich noch nicht so ganz, wie wir den machen. Ich glaube, dass ich mich renne erstmal durch. Aber erstmal hier volle Kanne. Was macht denn da so viel Schaden? Nein. Ich denke aber auch nicht. Ah, doch, jetzt habe ich ihn anvisiert. Ich hab so seinen Angriff noch nicht so drin. Aua. Was? Was ist denn jetzt? Ich bin tot. Oh, Mann. Okay. Also gut. Wenn ich ihn anvisiere, komme ich in so eine Art 2D und dann muss ich einfach seine Angriffe erstmal lernen. So blöd wie es klingt. Die habe ich jetzt noch nicht so ganz durchschaut. Also die Krallen sind ja easy. Wir helfen gern. Ja, wir helfen gern. Jetzt erwischt er mich wieder, ne? Nein. Okay. Brav. Ach ja, ach ja, ach ja. Kommen wir alle hin, haben sie gesagt. Also gut. Und ich muss noch irgendwie ein Rezept finden, dass ich diese von mir aus gesehen rechte Kralle nicht jedes Mal in seinen Angriff reinrenne. 1, 2 und 3. Nicht so häufig. Ah, schöne Kralle. Nein, nicht so häufig angreifen, Mensch. 1, 2. Nein. 1. Nein. Ich bin schon wieder in diesen Schlafmodus reingekommen. Das war jetzt nicht lustig. Okay, den Wischer müssen wir einfach wegmachen. Okay. Oh, der war fies. Der war jetzt wieder sehr link. Der Angriff. Jetzt kommt der Laser wieder, ne? Nein, er erwischt mich wieder. Okay, haben wir. Gut, 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 gut. Wie kriegen wir dich klein? Oh, komm on, du kleiner Mistpink. Warum? Oh, ich hab doch gedrückt. Ich weiß nicht. Das Spiel will aber nicht, dass ich erst die komischen Schneidewerkzeuge da am Rand kaputt mache, oder? Nein, nein, nein. Schönen Tag, Warren. Schönen Tag. Ach da. Zu weit gerannt. Lass mal kurz was sehen. Nee, alles gut.
Auf ein neues. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich den anderen jetzt, wie ich den da hinten quasi zweite Etappe wegmache. Aber ich vermute mal, wenn wir den weg haben, dann geht's da weiter. Ne? Dann öffnet sich die Plattform und dann geht's hinten weiter, weil ich sehe nicht da hinten schon Weg. Ich denke, das wird das Geheimnis sein. Hi. Also grundsätzlich greift immer die Kralle zuerst an. Das haben wir schon mal gelernt. Uff, schnell, zu viel. Na komm hin. Nein. Aus, böse Gott. Och, ich bin reingerannt. Ich bin doch ein Hirsch. Blöde Aktion. Schwinger. Oh, wir haben mal die Rechte zuerst weggemacht. Aua. Ja, super. Du musst halt auch noch mal sehen, was der da gerade macht, der Gegner. Oh, das, ja, habe ich mich selbst in die Ecke manövriert. Komm jetzt her. Ach, komm schon. Jetzt noch nicht so unnötige Scheiße machen mit mir. Ist das jetzt dein Ernst? Wie mich diese blöde Kralle jetzt permanent erwischt? Geh doch einfach kaputt. Ja, wenigstens etwas. Nein, jetzt kommt dieser Laser wieder. Okay. Ich würde mal gerne was probieren wollen. Schaden können wir das Zeug so machen hier, ne? Oder? Aua. Aua. Okay, das kannst du vergessen. Das kannst du sowas von vergessen. Wir müssen in den Nahkampf vorne rein. Erstmal diese Schneidewerkzeuge wegmachen. Das kannst du, glaube ich, echt in die Tonne treten. Okay. Also gut, erst die Krallis. Und dann machen wir hier den Hiopai. So. Versuch Nummer 5346. Lerneffekt gleich 0. So sieht's nämlich aus. So, auf, auf! Hallo, da bin ich wieder. Hast mich vermisst? Erstmal die Kralle. 1, 2, 3. Gut. Ach, jetzt hör doch auf mit deinem Blade Laser. Wie, jetzt greift die... Was? Wieso veränderst du jetzt deine Taktiken? Jetzt bin ich verwirrt. Nein, nicht so oft schlagen. Jetzt kommt dieser blöde Laser wieder. Dich kann ich jetzt nicht brauchen. Nee, ey. Ja! Das allererste Mal, dass ich jetzt an den Krallen gestorben bin. Mann. Lass mich zufrieden, geh weg. Es ist echt, wie so häufig, der allererste Versuch ist meistens der beste. Und dann fängst du nämlich an zu experimentieren, zu schauen, zu machen, zu tun und rennst permanent in irgendwelche blöden Fallen oder Dummheiten rein. Immer, und das ist das Schlimmste, auch noch selbst eigentlich macht. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Okay. Also der allererste Angriff ist immer gleich. Du greifst jetzt wieder gleich mit links an? Nee, jetzt macht er wieder hier. Okay. Nicht so häufig schlagen, mein Freund.
macht denn jetzt für einen Angriff? Jetzt macht er mich total fertig, ey. Das macht er sonst nie so. Hä? Hä? Nein! Zwei. Ach, jetzt macht er so zweimal, okay. Ist mir egal. Alle weg. Laser. Weg. So. Aua! Jetzt hör doch mal auf. Ich kann dir doch nicht anvisieren, ne? Ich will da nicht hinrennen! Oh mein Gott. Das war mit mehr Clip als verstanden. Ich sehe es halt nicht. Was? Was ist denn jetzt passiert? Panik-Move! Ich mach keinen Schaden. Oh mein Gott, das ist wieder alles hier ganz kurzes Kino. Warum habe ich denn jetzt das Falsche analysiert? Warum? Spiel, bitte! Ich will den... Ach komm, ey. Wieso visierst du denn jetzt die blöden Schneidewerkzeuge an? Ich habe nicht mal was gedrückt zum Anvisieren. Auf einmal hat er die anvisiert. So wird das noch etwas länger dauern. Pass auf dich auf. Geh weg. Unfassbar. Wir hätten schon längst durch sein können. Da gibt es doch wieder irgend so ein... Ich habe eine Idee. Das ist jetzt mal reines Experimentieren, ob der mich in der einen Ecke erwischt. Ich hatte so den Eindruck, da bin ich relativ... Könnte ich safe sein. So, kommen Sie ran. Wie, jetzt machst du so eine Attacke? Warum denn das jetzt? Wie will ich denn mit dir rechnen können? Aha. Jetzt sind wir mit dem Käse da an. Okay, nächster. Ach komm. Ach komm. So nicht, mein Freund. Ja, und jetzt? Ist halt nicht anvisiert, ne? Das ist manchmal so fies. Nein, nicht schlagen! War gerade im Schlagrhythmus drin. Yo. Genau, das ist die Ecke, wollte ich genau da rein. Super. Dann können wir jetzt mal drüber reden, dass du mich. Oh, komm, ey! Ich kotze gleich im Strahl. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist aber mal gut hier. So. Ich möchte jetzt mal was ausprobieren. Okay, das möchte ich so nicht ausprobieren. Das war, habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Ich möchte mal probieren, wenn ich hier in der Ecke stehe. Da erwischt mich aber sowas von gewaltig. Das ist in der Ecke. Okay, alles klar. Ecke ist tolle Idee gewesen. Ultra tolle Idee. Die macht 53. Die macht 41. Die macht aber noch... Kann man das irgendwo einsehen, was sie noch an Flammenschaden extra macht? Hatte ich nicht einen Perk? Hier was? Möchte Krieg? Den krieg ich da. Hatte ich nicht noch irgendwas? Nein. Blocken. Ich könnte mal mit Blocken arbeiten. Was das hilft? Zeigt Gesundheitszustand. Da war doch irgendwas, dass ich den Elementarschaden noch erhöhen kann. Wo war denn das?
Das war, glaube ich, irgendwie so ein einfaches Teil. Ein einfaches Teil. Find's nicht. Ich finde es nicht. Was, das? Nein. Das? Nein. Warte mal, was? Achso, nee. Das war Drohnenschaden? Erhöht bei entsprechend hoher Energie die Wucht. Das muss ich aber separat aktivieren. Aktivieren. Gesundheit. Täusche ich mich gerade? Ich meine es gelesen zu haben. Na gut. Aber wir gehen jetzt trotzdem auf mehr Schaden. Und nehmen mal die Waffe für die... Nee, nicht für die Krallen. Für die Krallen behalten wir die. Nee, warte mal. Die? Dass wir auch nochmal schauen könnten. Das waren alles, aber... nee. Bitte vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Komm, du Yogi, lass mich zufrieden. Du läufst tausendmal an ihm vorbei und dann erwischt er dich doch das eine Mal. Nein, ich will nicht leveln. Gehst du weg? Pass auf dich auf. Ich pass auf mich auf. Ey, willst du mich verarschen? Sag mal. Wer hat dir denn ins Frühstück geschissen? Schön, mal ganz ehrlich. Lass mich doch einfach zufrieden. Ich laufe permanent an dir vorbei. Es interessiert dich nicht. Und jetzt denkst du, du musst hier den Mods Larry raushängen lassen. Sie geben Acht auf dich. Ach, jetzt ist wieder gut, oder was? Mann, 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 Mann. Sei froh, dass ich nicht nachtragend bin. Nee, du brauchst gar nicht angelatscht. Komm, ich will mit dir jetzt nicht mehr reden. Unfassbar. So, lasset mich hinauf. Ich weiß noch nicht, wie das jetzt enden wird. 1, 2. Nein, nicht so häufig, Mensch. Nee. 2, 3. Nein, hat nicht alle getroffen. Nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit. 1, 2. Okay, Kralle ist weg. Aua. Nee, ist nicht weg. Getäuscht. Ich hab doch gedrückt. Ich drück die ganze Zeit. Warum? Dieser Run ist nie passiert.